Seit der WWDC diesen Jahres und der Ankündigung von Apple definitiv tiefer in das ganze Thema der künstlichen Intelligenz, also Artificial Intelligence, also Apple Intelligence einzutauchen, haben mich ein paar Leute gefragt, was ich von der ganzen Geschichte halte. Naja, ein paar großgeschrieben waren also zwei. Ich dachte, ich rede vielleicht trotzdem drüber, vielleicht hat einer von euch ja auch Interesse. Ich muss aber auch sagen, von all den Features, die ich mir unter künstlicher Intelligenz vorstellen könnte, sind solche Sachen wie ChatGPT, DALL-E und so weiter, also Text- und Bildgenerierung, eigentlich das, was mich mit am wenigsten interessiert. Stattdessen würde ich es interessanter finden, wenn unsere Geräte einfach schlauer werden. Und hierfür hätte ich eine Handvoll Ideen bzw. einen Wunsch, um das Ganze anzugehen. Und natürlich weiß ich auch, dass irgendwelche textbasierten KI-Features echt nützlich sein können. Wie zum Beispiel große Texte zusammenfassen oder beim E-Mail-Schreiben irgendwas übersetzen zu können, um sich auch sicher zu sein, dass man alle Gepflogenheiten einhält, die auf der Gegenseite halt auch erwartet werden. Trotzdem muss ich sagen, da gibt es wirklich interessantere Features für mich. In einer idealen Welt würde ab der Einführung von Apple Intelligence, natürlich hier in Deutschland, ich spreche jetzt erstmal nicht von dem Amerika-Launch, für mich alles einfacher werden, an den Punkten, wo sich gerade Softwareentwickler noch ein kleines bisschen gemütlich zurücklehnen, weil sie schlicht und ergreifend keinen Bock drauf haben, die Features umzusetzen, die ich mir gerne wünschen würde. Und ich muss auch sagen, ich verlange hier keine exotischen Features. Schauen wir uns doch einfach nur mal ein simples Beispiel an, die Apple Watch zum Beispiel. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr zählen, wie viele Apps ich auf meinem iPhone habe, welche keine Apple Watch Integration bekommen haben. Und das nervt mich. Klar, ich kann auf meinem iPhone zum Beispiel die Klimatisierung von meinem Auto steuern oder das Aufschließen. Ich glaube, das geht immer noch nicht. Volkswagen oder halt auch andere Kleinigkeiten. Und das würde ich auch gerne auf meiner Apple Watch können, denn diese habe ich immer ein kleines bisschen näher an mir. Da müsste ich halt nicht das Handy rausholen. Und ich glaube, dass für gerade solche Sachen Apple Intelligence die beste Schnittstelle wäre. Zum Beispiel gibt es ja auch andere Geräte wie den Humane AI Pin und diesen Rabbit R1 und so weiter, die eben halt genau aus diesen Gründen gerade scheitern. Sie haben kein großes, verknüpftes Ökosystem, auf das sie mit ihren smarten AI Features überhaupt zugreifen können. Und wenn man darüber nachdenkt, wie die einzelnen Reviews zu den beiden Gadgets ausgefallen sind, denke ich, werden diese jetzt sowieso im Hochwasser untergehen. Egal, kommen wir zurück zum Thema Apple Intelligence. Wenn ich Wünsche äußern dürfte, würde ich mir wünschen, dass halt mein iPhone mit der Apple Intelligence Schnittstelle auf sämtliche Apps zugreifen kann, welche quasi auf meinem iPhone installiert sind. Bedeutet, alles wird sowieso lokal berechnet und Informationen aus diesen Apps auszulesen, sollte in diesem Sinne doch kein Problem sein. Und wenn ich dann irgendeine spezielle Information anfrage, sollte diese dementsprechend auch den Weg auf meine Apple Watch finden können. Und um das ganze Ding nochmal zwei Schritte weiter zu spinnen, würde ich gerne mit den bereitgestellten Informationen auch irgendwelche Aktionen ausführen können. Beispielsweise würde ich es mir wünschen, dass mein iPhone mir gerade sagt, hey, ich lese gerade aus der Zenec-App von deiner PV-Anlage aus, dass wir gerade eine echt gute Erzeugung haben. Und deine VW-App sagt mir, dass dein Auto angeschlossen ist, aber in einem relativ niedrigen State of Charge hat. Was hältst du davon, wenn wir den Sonnenstrom sofort nutzen und ihn in den Akku des Autos pumpen? Eine richtig gute Idee, oder? Und all das Ganze kann man hier beliebig weiter spinnen. Klar gibt es mittlerweile einzelne Hausgeräte, welche durch Automationen irgendwie gesteuert werden können. Aber sowas habe ich halt aktuell noch nicht. Gerade meine Klimaanlage ist smart, während sie nicht smart ist. Wenn aber mein iPhone wüsste, hey, hier geht gerade eine Temperatur um, die dir definitiv nicht gefallen wird, wenn du wieder nach Hause kommst, was hältst du davon, wenn ich vorher schon mal so ein kleines bisschen klimatisiere? Klar könnte man solche Funktionen auch mit irgendwelchen Wochenzeitplänen oder sowas organisieren, aber seien wir auch mal ganz ehrlich, bei dem unsteten Wetter aktuell sehe ich es einfach nicht ein, pauschal meine Klimaanlage irgendwie einzustellen und darauf zu hoffen, dass es an irgendwelchen Tagen dann mal so klappt, wie ich es möchte. Ich finde, für mich hat Apple Intelligence halt das größte Potenzial dafür, beide Geräte, sowohl mein iPhone als auch meine Apple Watch ein kleines bisschen über das hinauszutragen, was sie aktuell sind. Und gerade wenn man das Ganze dann halt als Hauptkommunikation vom iPhone aus betrachtet und dann halt quasi nur über Wi-Fi oder halt später auch über mobile Daten oder sowas dann auf der Apple Watch bereitstellt, könnte man halt aus den einzelnen Geräten noch so viel mehr rausholen, ohne dass es jedes Mal mit einer Prozessorverbesserung oder irgendetwas anderem einhergeht. Und ich denke, es ist uns allen klar, dass für solche anspruchsvollen Aktionen von Apple Intelligence eine ganze Menge Rechenpower nötig ist. Bedeutet aber auch, dass wir wahrscheinlich nicht so schnell an dem Punkt ankommen werden, an dem zum Beispiel eine Apple Watch oder sowas genau diese Rechenleistung überhaupt schultern könnte. Und hier wäre es doch besonders gut, wenn Apple Watch und iPhone die Verbindung, die sie ohnehin schon haben, doch noch besser nutzen könnten.
Aber selbst wenn nicht, wenn ich beispielsweise beim Sport bin, habe ich mein iPhone eigentlich nie dabei, weil ich es einfach nicht brauche. Lenkt mich ja eh nur ab. Wenn aber mein iPhone trotzdem hier im Internet verbunden ist und meine Apple Watch im Fitnessstudio halt auch über das dortige WLAN, wäre es doch eine ganz coole Idee, wenn irgendwelche Automationen oder Informationen oder sowas trotzdem von meinem iPhone bearbeitet werden könnten und dann halt über die mobile Verbindung oder halt WLAN oder irgendwie sowas trotzdem irgendwie den Weg auf meine Apple Watch finden könnten. Mit Musik und allem anderen funktioniert es doch auch. Naja, unterm Strich muss ich sagen, Apple Intelligence könnte halt wirklich interessant sein. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich halt mit meinem iPhone 15 Pro offensichtlich doch noch auf den Zug aufspringen kann, ohne mir sofort wieder das aktuellste iPhone holen zu müssen. Denn ich bin ganz ehrlich, das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht tun. Aber lasst mich mal gerne wissen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Klar, diese ganzen AI-Tools und so weiter sind ja schon wirklich lange in aller Munde. Und es war klar, dass Apple irgendwann auch mal mitziehen wird. Aber ich muss sagen, es ist dann doch noch ein kleines bisschen mehr hervorgekommen, als ich von Apple wirklich erwartet hatte. Denn ich habe ehrlich gesagt eher mit einem kleinen Schritt von Apple gerechnet, statt mit dem, was sie halt ausgepackt haben. Einen wirklich guten eigenständigen Dienst und dann halt noch für alles das, was sie nicht können, eine echt solide Zusammenarbeit mit ChatGPT oder OpenAI. So, ich werde immer heiserer. Ich sag einfach mal vorsichtig, lasst mir eure Meinung bitte in den Kommentaren da. Abonniert den Kanal, weil es sind immer noch viel zu wenig Leute Abonnenten von meinen aktiven Zuschauern. Und ich sag beste Grüße von der grünen Wiese und bis zum nächsten Mal. Euer Manoah.